So, kommen wir zu Dark Towers. Was vermuten lässt, dass es ja ein Turmspiel ist. Dark Towers. Okay, hier steht was. Hier steht was von Freispiel. Okay. Also anscheinend mal ein Turmspiel mit Freispielen. Ja, Turmspiele. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Schauen wir mal, was wir erleben. Okay, Turm schon mal direkt voll. Musik ist schon mal cool irgendwie. Wow, was war das? Ach, das ist das Negativsymbol. Nehme ich an. Ja, darum mag ich Turmspiele. Oh, was ist das? Ein Buch. 6 Freispiele ohne. Die Hexe oder was? Oder Magierin mit Symbolaufwertung. Okay. Ach, interessant. Die silbernen werden zu Gold. Okay. Ui. Ja, schon mal gut, wenn man mal kein Negativsymbol kriegen kann. Ja, hier oben rechts ist auch erklärt, einmal Gold wird alles Gold, mindestens einmal Silber alles Silber. Okay, 7,20 € und 5,91 €. Okay. Ah, ärgerlich. Wie ruhig das jetzt wieder ist. Vielleicht nochmal so ein rotes Buch. Oh, roter Kelch gibt's auch. Okay. Na komm, hau nochmal Freispiele raus oder was du auch immer noch so kannst. Gibt ja noch mehr. Also hier oben links, hier ändert sich immer. Da steht halt, es gibt Kelche für variable Freispiele oder Bücher für fixe Freispiele. Thank you.
Also der Sound und die Effekte finde ich cool. Cool gemacht. Komm, mach mal direkt Freispiel oder irgendwas. Komm, hau mal was raus jetzt. Ja, das Problem ist, er zieht gerade das Geld so runter. Das ist halt der Nachteil bei Turmspielen, wenn er immer wieder löscht. Dann kriegt man nicht wirklich was auf die Uhr. Und die Sonne hüpft auch nicht nach oben. Die Sonne hüpft auch nicht mehr hoch. Und jetzt, bevor er was zahlt, kommt wieder die Magierin. Oh ne, doch nicht. Er zahlt mal ein bisschen. Tja, 9 Euro im Cashpot, hoffentlich kommen noch ein paar Gewinne. Boah, Schreck. Aber das war gerade gar nicht das böse Symbol, aber es erschreckt einen trotzdem. Komm, mach noch irgendeinen Gewinn mal, bitte. Oh, Schreck, aber es war was Gutes. Freispiele bis. Okay, also anscheinend nicht begrenzt, sondern so lange bis. Pass auf, jetzt kommt nach 2 Runden direkt die Frau da. Dann nehme ich aber auch einen Cashpot an. Komm, hau mal ein paar Gewinnbilder rein jetzt. Oh. Der ist auch oben. Thank you.
Komm, hau noch ein paar Gewinne raus. Ah. So, jetzt nehme ich die 18 Euro aber auch noch mit. Okay. Machen wir noch ein paar Runden, aber bei 40 Euro wechsle ich dann nochmal. Ich muss aber gerade nochmal einen Break machen. Und weiter geht's. Zumindest haben wir mal einiges gesehen in den Spielen bis jetzt, so in den neuen, dass man mal ein bisschen was sieht, was so passiert. Na. Falls ihr die Spiele auch mal ausprobiert, schreibt mir in die Kommentare, so was ihr so erlebt habt. Und wie euch die Spiele gefallen, die neuen. Ja, okay, ich nehme jetzt aber erstmal mit. Ach, jetzt haben wir sogar fast 50 Euro. So, schauen wir uns mal das nächste Spiel an. Bis gleich.